Nandolino ist zurück. Am Dienstag wurde das beliebte Wahrzeichen des Drachenbootfestes an seinem gewohnten Platz am Pfaffenteich wieder aufgestellt. Das Werk des Bildhauers Nando Kalweit wurde vorher einer kleinen Verjüngungskur bei seinem Schöpfer unterzogen und erstrahlt jetzt im neuen Glanz. Das Projekt konnte mit Hilfe zahlreicher Unterstützer realisiert werden. Schließlich handelt es sich wahrscheinlich um ein neues Stadtsymbol für Schwerin. Wir hatten zum 20. Drachenbootfestival zusammengesessen und hatten gesagt, wir wollen hier eine Skulptur erschaffen, die als Symbol für den Drachenboot-Hype, den wir hier haben, in Schwerin steht. Und dann ist das ganz schnell gegangen. Es haben sich ganz viele mit engagiert, haben gesagt, wir geben Geld. Ja, so ein beliebtes Projekt kann man nur unterstützen. Es geht hier um die Kinder, die diese Figur vermisst haben. Und wir freuen uns riesig, dass jetzt einige die Initiative in die Hand genommen haben und dafür gesorgt haben, dass dieses Tier am Pfaffenteich wieder seinen Sitz bekommt. Pünktlich zum Start des 25. Drachenbootfestes zeigt sich Nandolino dem breiten Publikum wieder. Bis dato versteckt sich der kleine Drache hinterm roten Tuch.